Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Heute starten wir die Gedächtnisfolge von Assassin's Creed. Genau, die Assassin's Creed Gedächtnisfolge. So was soll ich das so eigentlich sagen. Denn wir müssen den Funkturm hinaufklettern. Da haben wir den Funkturm. Da hoch müssen wir. Wir haben aber, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, hier irgendwo rüberzukommen, um da noch Sachen zu sammeln. Hier nämlich. Wobei da... Da waren wir da nicht schon. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Das könnten wir eigentlich eben nochmal machen. Wir könnten es machen, ja. Aber es könnte auch an der Umsetzung scheitern. Denn hier oben ist ja nochmal Zeug. Ja. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, kann jeder für sich selber entscheiden. Ach, was haben wir denn hier? Eine komplette Karte. Ja, Mensch. Endlich weiß ich, wo hier alles versteckt ist. So, wäre natürlich schön, wenn wir da jetzt einfach so wieder zurückkommen würden. Kommen wir aber nicht, denn machen wir das halt so. Und dann klettern wir rauf. Möchte mich jetzt auch nicht zu lange damit beschäftigen. Aber hey, wir haben die Karte gefunden. Ich kann immer noch dieses Gebiet auf 100% bringen. Wuhu. Wie gesagt, wahrscheinlich braucht man da eh alle Gadgets aus dem Spiel, die man erst dann noch freischaltet. So, die Frage ist natürlich, kommen wir da hin? Ach so, wir können auch hochklettern. Das geht doch. Cool. So, wo geht's denn jetzt hier hoch? Da geht's hoch, da ist eine Leiter. Okay, los geht's. Ja, das sieht sehr stabil aus. Wird super. Dass die Frau sich nicht erkältet, ist auch Wahnsinn. Die ist ja wirklich nass. Dann jetzt die Kälte, die dazu kommt. Durchgeschwitzt sind wir auch durch das ganze heiße Wasser zwischendurch. Ja, das war klar. Gut, wir müssen ja erstmal nur hoch. Übers Runterkommen können wir uns später noch Gedanken machen. Vielleicht wartet unten ja ein Heuballen auf uns, so ein Strohhaufen auf uns oder so ein Heuhaufen auf uns. Genau. Auf jeden Fall werden wir da eine schöne Aussicht haben. Das sind nur Krähen, keine Angst. Die tun nichts. Ach, wir sind oben. Sehr gut. Nicht nach unten schauen. Ich schau nach unten. Jetzt müssen wir noch höher. Ach nö. Ja, das wird super. Okay, ich muss gedrückt halten. Du schaffst das. Du schaffst das. Glaub an dich. Oh ja. Yeah. Kaputt. Jetzt müssen wir bestimmt springen, oder? Nee. Eieiei. Komm, so schwer sind wir jetzt auch nicht. Geschafft. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Okay, Sender einstellen. Womit soll ich denn drehen? Von aus? Nach links, rechts bewegen. Ah. Okay. Jetzt wechseln und jetzt kommt die Feinjustierung.
Tja. Es gibt kein klares Signal. Jetzt wird es, glaube ich, besser. Okay, wir können senden. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Benzin, Flammen, das kriege ich hin. Ja, dann sind wir gerettet jetzt, ne? Noch eben die Insel anzünden. Passt schon. Ach, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. So kommt man definitiv runter. Ja, das war doch eine schöne Fahrt. Können wir hier gleich wieder im Empfangskomitee stehen. So, und nu? So, können wir nur noch hier. Aber vielleicht ist ja hier noch was versteckt. Okay. Dann. Treibstofftanks. Oh, die sind natürlich schön entflammbar. Voll. Der ist hier auch schon ein bisschen länger. Schön, wie die Kamera einen jetzt hier auch lenkt. Wo man hingehen soll. Feuerstahl, neue Ausrüstung erhalten, okay. So sollte es gehen. Das ist voll. Hier muss nur noch Bergungsgut sein, oder? Jetzt habe ich den Text da wieder nicht gelesen. E gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Okay, das heißt, wir sind nicht mehr abhängig von den Lampen. Und so, das ist doch schön. Zack. Feuerzeug. Schöne Sache. Gut, wir müssen das hier jetzt aufstemmen. Also erstmal brauchen wir hier ein bisschen Gas. Das brennt ja gut, wie wir wissen. Okay, und jetzt können wir hier die Pfütze anzünden. Und wir sollten vielleicht kurz in Deckung gehen. So muss das. Da ist es. Ah, schade. Wir sollten da mal ein bisschen Abstand halten. So nicht. Aua. Aua. So viel Action hier. Huhu. Okay. Oh je. Ist ja fast wie bei Subnautica hier. Tja, und du? Hilfe! Der Pilot. Ich muss zu ihm. Finden Sie einen Weg zurück zum Bergdorf? Können wir nicht einfach Schnellreise machen? Nee, können wir nicht.
Trapez. Schwingen Sie an herunterhängenden Bannern wie an einem Trapez. Yeah. Ist, oh verdammt, sehr stabil gebaut, auf jeden Fall hier. Besten Zeiten auf jeden Fall hinter sich. Wir bleiben mal oben. Nein, verdammt. Wollte eigentlich so schön an das Trapez da schwingen. Hat das nicht so gut geklappt. Aber schön, dass es hier mehrere Wege quasi gibt, die man entwickeln kann. Der Pilot muss überleben. Der Pilot hat nicht überlebt. Wie eigentlich? Ja. Leider ja. Ach, jetzt haben wir wieder so einen Typen. Kann ich hier nicht. Ging das? So. Läuft. Ja, der Pilot hat es nicht geschafft, leider. Das ist natürlich bitter. Gut, dafür haben wir ein Lager gefunden. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. So, ich entscheide mich mal dafür, dass wir mehr Waffen, für die Waffen mehr Munition mitnehmen können. Einen brauchen wir noch, dann sind wir Rang 2. Bewegungsgut haben wir, glaube ich, nicht genug, um da noch irgendwas herzustellen. 4 von 10 Tagebücher haben wir schon. Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Stoßen Sie wieder zu Roth. Okay. Machen wir. Oder auch nicht. Hier drüben! Bitte von der Seite! Hau. So, und auf die Rolle schießen. Sehr schön. Ey! Seil! Neue Ausrüstung gehalten. Schießen Sie Seilpfeile. Drücken Sie mittlere Maustaste, um zu feuern. Ah, okay. Und tschüss. Ich baue mir gerade den Pfeil und Bogen nicht. Au. Oder kann man da auch das kaputt machen? Wir probieren es gleich nochmal aus. Ja, das Seil haben wir schon, ist klar. Aber da können wir, glaube ich, nur die Deckung machen, glaube ich. Probieren wir mal aus. Ja, das ist hier wirklich die Deckung. Okay, dann ist, glaube ich, hier die Pistole dann das Mittel der Wahl. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Muss einen Weg nach oben geben. Wahrscheinlich müssen wir das Seil dafür einsetzen.
Gucken wir mal. Da ist erstmal Bergungsgut. Das ist aber nicht sehr stabil gebaut hier. Oh, da liegt noch einer. Munition können wir diesmal tatsächlich wieder gebrauchen. Erstmal zumindest. So, und den können wir doch bestimmt zu uns runterholen hier. Zack. Ja. Perfekt, so hatte ich mir das doch vorgestellt. Frage ist, kommen wir von hier aus da ran? Ne, man kann ja nicht sprinten. Klappt tatsächlich. Sehr schön. Läuft. Muss hier nochmal ein bisschen Zeug holen. Habe ich so viel Munition verbraucht? Unglaublich. Ah ne, wir können ja mehr tragen. Genau. Aha, wir können ja mehr tragen. Den könnte man jetzt noch zum Absturz bringen. Gut, warum nicht? Es geht. Ah, hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Und was gibt's hier? Ein bisschen Bergungsgut und Muni. Hm. Kein Sammelobjekt. Dann gehen wir mal weiter. Seilbrücken. Benutzen Sie die Seilpfeile in der Nähe von Ankerpunkten, um Seilbrücken herzustellen. Gut. Da würden wir jetzt zum Beispiel dann auch, da wir die erste Statue zum Beispiel hatten wir ja auch solche Sachen. Das könnten wir jetzt auch sowas bauen, um da noch mehr einzusammeln. Guck mal, da oben liegt was. Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ja, kommen wir. Aber das kostet jetzt halt auch jedes Mal einen Pfeil. Oh, verdammt. Wieso kann ich da keine Brücke bauen? Nee, kostet keinen Pfeil. Mhm. Weil ich nichts zum Einhaken hatte. Okay, woran erkenne ich, dass ich etwas zum Einhaken habe? Weil wir brauchen dann ja eigentlich auch wieder nur eine Brücke. Okay, das ist so ein weiß markierter Pfahl. Kann hier sowas stehen? Da oben vielleicht. Kommen wir da hoch? Nee. Ja, dann bin ich auch gerade ein bisschen überfragt. Dann machen wir halt hier weiter. Uff. Kraft hat die gute Dame, ja? Juhu, mal Abkürzung gefunden. Jetzt sind wir wieder im Bergdorf. Ja, da ist Roth. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Co-Pilot Jessup von Flugzeugent 177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir uns nochmal das Lager an. Bis dahin.